Seit über 300 Jahren wird in Wien feinstes Porzellan hergestellt. Die Porzellanmanufaktur Augarten ist bei vielen ein Begriff. Vor gut 40 Jahren hat dort der gebürtige Eisenkappler Isidor Stern einen Arbeitsplatz gefunden. Er zählt zu den letzten Porzellanmalern in einer der edelsten Manufakturen der Welt. Ein Arbeitsplatz im Schloss in der Nachbarschaft der Sängerknaben, das war für Isidor Stern ein Traum, der sich nach seiner Lehre in Klagenfurt erfüllt hat. Das war für mich damals natürlich ganz was Besonderes, ja, muss ich schon sagen, weil die Eindrücke hier vor allen Dingen im Haus, in der Manufaktur, das war ja für mich wie ein künstlerisches oder porzellanmalerisches Schlaraffenland. Und ja, das war für mich, komme ich heute auch sehr gut erinnern, ein unbeschreibliches, schönes Gefühl, da arbeiten zu können. Das Kunsthandwerk als solches, glaube ich, kann man nur da lernen. Wir sind zwei Handvoll Porzellanmaler, die es überhaupt noch gibt und die dieses Handwerk wirklich noch von der Pike auf beherrschen. Endlos viel Geduld und Ausdauer sind Voraussetzungen für den Beruf. Isidor Stern hat sich immer für Schriften und grafische Motive interessiert. Höchste Präzision ist hier bei jedem Arbeitsschritt selbstverständlich. Vor 30 Jahren gab es noch über 100 Maler in den Werkstätten. Heute arbeiten in allen Produktionsschritten nur noch 45 Mitarbeiter. Ob überlieferte Motive oder neue Designs, ob kunstvolle Figuren oder einfaches Geschirr, Materialien und Handwerk sind unverändert. Um dieses hochwertige Porzellan herzustellen, sind unzählige Schritte und Komponenten notwendig, um diese Qualität zu erzeugen und herzustellen, so wie es wir schon seit Jahrhunderten tun. Und bei uns wird jedes einzelne Stück in einer Gipsform gegossen und bearbeitet. Und dann kommt es erst in die Malerei. Zu den Klassikern sind im Lauf der Zeit moderne Motive gekommen. Viele tragen die Handschrift von Isidor Stern. Seine Kunst, sein Können, zeigt eine Terrine in der Vitrine. Das ist eine Terrine, die natürlich sehr, sehr selten produziert wird und gemacht wird. Und ich im Laufe der 40 Jahre das Vergnügen hatte, zwei oder drei Stück von diesen wertvollen Stücken zu bemalen. Da steckt meine ganze handwerkliche Erfahrung und Kunst drin, was ich so im Laufe meiner Tätigkeit hier im Haus gemacht habe. Es bleiben kostbare Stücke von zeitloser Schönheit, von Hand gemacht, mit Können bemalt.